So, und damit willkommen zurück. Wir werden hier mal etwas Lösungsmittel über das Ding drüber tröpfeln. Mehr passiert da nie. Es gibt keinen Zweifel daran, dass meine Augen sehen. Was? Es gibt keinen Zweifel daran, dass meine Augen sehen. Es ist ein weinendes Mädchen. Ich muss die Leinwand herausschneiden und das Bild entfernen. Flupp. Fliegende Messer, fliegende Messer. Meins. Verfluchtes Bild. Warum hat es jetzt nicht nochmal gebrannt? So, pass auf. Ich hab's so, das war so klar. Ah, wie durch Zauberhand. So, Höllenschlund. Ziemlich unspektakulär verbrannt für so ein mächtiges Gemälde, was über zig Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte Energie gesammelt hat und mächtig geworden ist. Das war jetzt mehr so eine kleine Verpuffung, oder? So ein bisschen? Porträt. Ah, das muss hier der Chef sein. Das sieht aus wie ein, damals so ein, also von, auf dem kleinen Bild würde ich sagen, das sieht aus wie dieser eine englische König, der verrückt geworden ist und hier seine Frauen hat köpfen und fehlen lassen und sowas. Wie hieß er denn? Ich hab's vergessen. Aber auf jeden Fall, der sieht genauso aus. Wimmelbild. Wimmelbild. Mal ganz kurz gucken, wie viel. Rumat. Kate, I'm glad to hear you found common ground with my friends and colleagues, Amanda, Chloe and Sammy. Yes, we work together. Although we have the same last name, Chloe is not my wife, and Sammy and Amanda are not our kids. Do you believe skills to perform magic can be passed from one person to the next? Master Gabriel brought us here so we could complete our missions. There are more people in this house, but you haven't met them yet. The house and its guests are constantly changing. You should decide whether or not you want to stay here. Will you sacrifice your life in order to remain with us? Think it over. Nö, mach's gut. Wenn du mich so fragst, hau ich ab. Tschüss. Wiedersehen. Nein, ich will nie mich im Müll verstecken. Wie lange geht denn das Spiel noch? Also, das hat sich jetzt gerade angehört, wie als ob, ne? Das hier sonst wie... Ach du Scheiße. Oh. Ach so, ist gar nicht da oben. Hä, noch ein... Ach! Ach so. Der purpurne Schlüssel. Ah ja, das ist ja das Gemälde hinter dem Knilch. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, das geht wohl noch eine ganze Weile. Ich meine, gut, das war jetzt auch eine Anspielung wahrscheinlich auf die weiteren Teile, die wahrscheinlich auch in dem Haus spielen werden. Weil es ja, die Spielserie heißt Das Haus der 1000 Türen. Da kann man dann vielleicht die Türen da oben benutzen und dann gehen die hier zu oder sowas beim nächsten Mal. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ballettschuhe. Erkenne ich sofort. Eine Socke. Eine Socke. Socke, Spielzeugauto, Klarinette, Badeschwan, Spinne, Katze, Schmetterling. Schmetterling, Spinne, Katze. Was? Tabletten? Porträt? Mhm. Zählt das als Porträt? Nee. Porträt? Halt! Ah, hab ich ja gesagt, hier, der KFC-Mann. Also, sieht nie ansatzweise so aus, aber... was haben wir hier? Ach, da haben wir die Tabletten. Was braucht man dann noch? Sichelpistole? Badeschwanlaterne? Alles hier nicht drin. Die Laterne haben wir da. Was? Spielzeugauto? Ein Teekessel. Ach, da. Das hätte ich als so eine Art Wunderlampe eigentlich interpretiert, aber nur gut.
Sei es, wie es wolle, die Pistole liegt da unten. Ach Mann, rein hier. Da liegt die Pistole. Eine Schleife. Ah, da oben. Eine Sichel. Da. Badeschwamm. Aber wo ist die Socke? Nix Socke? Auch nix Socke? Ach, da ist die Socke. Alles klar, so eine Socke. Okay. Und siehe da, wir haben eine Laterne. Okay, jetzt müssen wir hier so in das fertig sein. Und dann geht's ab in das Bild hinter den Knilch. Nun, ihr müsst wirklich jetzt die Novelle zu Ende lesen. Alles klar. Vielleicht brauchen wir da jetzt mal das Zeug. Und los geht's. Bam. Oh, wo sind wir hier? Hallo. Hä? Im Inneren der Vogelscheuche ist etwas versteckt. Messer. Ein Auge. Ich wollte eigentlich, dass er sich die Vogelscheuche mal anguckt, aber macht sie nicht so richtig. Sag mal, warum? Egal, was ich hier anklicke, andauernd kommen wir hier irgendwo hin und diese. Was ist das? Es könnte etwas im Heu versteckt sein. Los, such. Wäre auch zu schön. Hahaha, Moment. Total geil. Pass auf. Ach so, Mist. Alter, das geht scheinbar wirklich noch eine Weile. Okay. Ich muss dem Stier das Geschirr anlegen und den Wagen weg. Wenn ich den Wagen wegbewegen will. Aber warum sollte ich das wollen? Der Wagen sieht solide aus. Ich könnte den Stier dazu bringen, ihn zu ziehen. Aber warum? Wieso sollte ich das tun? Ah, Baseballschläger. Wieso sollte ich... Was? Die Tür ist von innen verschlossen. Es wird nicht einfach werden, sie zu öffnen. Ach, soll der rückwärts laufen und die da eindrücken oder was? Wäre natürlich eine... Wirklichkeit. Ah, meins. Le Portrait, 11. November, starb... Was? Die Stadt... Was? Hemsphere. Fälle entführter Mädchen. 6 Mädchen im Alter von 17, von 17 vor allen Dingen, von 7 bis 13 verschwanden in den letzten 2 Wochen. Die Entführer hinterließen keine Anhaltspunkte. Ein Suchtrupp, der den Wald durchkämmte, fand nichts. Die Dorfbewohner denken, die Schuldige ist die exzentrische Einsiedlerin Mary March, die in der Nacht von Gnadspot, was, die in der Nähe von, was, Gnadspot, Gnadspot, seltsam, lebt. Ich werde besser ein Auge auf sie werfen. Daher die Geschichte von der Bloody Mary oder was? Ratte! Entschuldigung. Epischer Nagetierkampf! Ja, oder nicht? Muss ich wieder was zusammen machen? Baue die Handmühle zusammen, klicke auf die Einzelteile. Überhaupt kein Thema. Weil... Einfach, weil wird ihnen ja gezeigt, wie es geht. Komplett. Na? Babam. Läuft. Und jetzt? Die Maschine könnte alles malen. Das Spiel ist doch schon sehr eingeschränkt in seinen Möglichkeiten, muss man ja mal sagen. Ach, jetzt... Nee, funktioniert nicht. Aha! Achso, nee, das waren die verschwundenen. Na, weg! Nein! Ah, der Sense. Fehlt das Senseblatt. Hier ist alles kaputt. Was wie? Ich könnte eine Laterne an diesen Haken befestigen. Der Keller könnte etwas, im Keller könnte etwas Wichtiges sein, aber ich kann nichts erkennen. Weil die Tür zu ist. Was ist das? Boah, Alter, was ist das für ein Keller? Das ist auch geil. Also, statt man die Tür erst aufmacht und dann so, ey, pass mal auf, ich kann. Naja, was ist das? Das ist die Hälfte des Fotos. Ich brauche die andere Hälfte. Nein, brauchst du nicht.
Doch, brauchst du. Da unten steht's ja. Eine Peitsche. Das Friedenszeichen. Eine Libelle? Nee. Peitsche. Foto, Feder, Kette, Nagel, Eidechse. Foto, Feder, Kette, Nagel, Eidechse. Foto, Feder, Nagel, Kette, Feder, Eidechse. Eidechse. Feder und ein Käfer. Feder. Brauchst du eine Schnecke? Wenn wir schon mal bei Ungeziefer sind. Kann ich da reingucken? Ja klar, kann ich da reingucken. Kann ich da reingucken? Eine Pfeife. Ach, haben wir wirklich auch gesucht. Sehr schön. Eine Aale. Da wissen wir ja jetzt, was es ist. Aber? Brauche ich die Münze? Nee. Das ist andere Foto. Andere Teil vom Foto. Noch ein Auge soll hier irgendwo sein. Eine Glocke. Da ist das Gewicht. Ein Seil, Käfer, Auge, Käse. Käse ist da. Da ist der Käfer. Seil, Auge, Glocke und die Aale. Wo finde ich ihn? Ah, alles klar. Glocke, Aale. Jetzt fehlt noch Auge und Seil. Vielleicht ist es... Nee, da, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es ja ein ganz kleines Seil. Aber nee, das war eigentlich relativ groß. Und jetzt wird es bescheiden. Das ist wahrscheinlich wieder irgendwo hingemalt. Gehe ich mal ganz stark von aus. Das ist Auge. Boah. Zufall. Ich kann Indiana Jones spielen. Mir fehlt nur noch so ein Hut. Ich sehe Säure, okay. Ich sehe im Moment. Die könnte ich. Ja, die Peitsche brauche ich wahrscheinlich, um das Vieh anzutreiben. Ich kann es allerdings so mit Säure probieren. Was haben wir da? Ah. Sind das Pferdeäpfel hier oder sind das normale? Das wäre sicher ein guter. Was? Abschau. Warum? Okay. Naja, mit dem Tipp. Los geht's. Was bringt denn das? Flupp. Ach, da oben ist das Joch. Ah, das gibt. Oder Geschirr, Joch ist ja relativ. Das habe ich jetzt gerade. Okay. Aber gut, wenn sie sagt, das wäre hier drauf. Nein, Moment. Geschirr. Drauf. Ja! Und nochmal. Was? Ach so, der rennt nie los, bevor ich den Wagen an der Kellertür befestigt habe. Geil. Ja, macht. Überhaupt keinen Sinn. Aber oh, kann ich jetzt eigentlich trotzdem da runter? Nee, kann ich nicht. War wirklich nur das Wimmelbild. Okay, wir brauchen Strick. Oh, was ist das? Angriff! Was? Schau dir das schlaue kleine Ding an. Wie kann es wohl aus dem Loch locken? So rum. Meins? Ich habe beim Was? Wie? Ich habe den Baum. Ich bin bei dem Baum und beobachte die Hexe. Sie läuft herum und macht Tiergeräusche. Mhm. Ich glaube, sie ist ziemlich daneben. Ich werde abwarten, was passiert. Hexen sind bestimmt immer so ein bisschen daneben. Tja, ich kann dich mit einem epischen Tierkampf auslocken. Los, schmeiß sie da raus. Nee, wir brauchen also scheinbar... Müssen wir eine Walnuss finden, die mit dem Nussknacker knacken. Und dann... Was habe ich hier eigentlich überhaupt gekriegt? Dann können wir das rausnehmen. Wir haben Harz gekriegt. Wird schon für irgendwas sein. Das ist giftiger Efeu. Ich sollte es lieber nicht anfassen. Aber dafür haben wir unser Messer. Was? Halt. Die Maus ist echt zu nicht nutzen. Da brauche ich wahrscheinlich die Sense.
eine Brücke, aber da komme ich raus. Mit einem Seil. Aber ich brauche auch ein Seil, selbst für da hinten. Das Haus sieht aus wie in einem Märchen, in dem eine Hexe Kinder isst. Okay. Was ist das? Das Gras ist hoch. Vielleicht entdecke ich etwas. Ah, er verdeckt es etwas. Kriminelle an solchen Pfosten gekettet. Das ist... Ah. Okay. Wieder eins gefunden. Hallo, zählst du das mal? Hat er das nie gezählt? Der hat das Objekt nie gezählt, weil ich hier rausge... Oh. Da kam keine Meldung. Oder kam die in einem anderen Bildschirm einfach nur. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte erstmal in der Hoffnung, dass ich hier vielleicht was wieder krieg. Oder wieder was krieg. Da oben. Mehr habe ich nie. Jetzt habe ich Auge, Harz, eine Peitsche, Säure und... Schachfigur. Weil wie viele brauche ich eigentlich noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich brauche noch 6 Porträts. Alter. Ach echt? Okay. Ich hätte gedacht, wir brauchen dafür die Sense mit. Aber okay, dann halt mit Säure. Ja. Auch gut. Wenn es läuft, dann läuft's. Aha. Auge. Was ist das? Das sind Haare. Okay. Ein Kamm. Quecksilber. Alles klar. Pass auf. Ah ne, okay. Er hätte ja sein können. Spiegel, Spiegel, eine Ich frage mich, ob diese Fledermaus zahm ist. Halte mal einen Finger hin. Moment. Nein. Komm. Komm zu Papa. Jetzt wäre so geil, so eine Animation, wie die Fledermaus die Ratte frisst. Eine Mulle Mietz. Okay. Die Katze sitzt auf etwas. Die Katze sitzt auf etwas. Sie möchte nicht aufstehen. Was kann ich tun? Na, das kann ich tun. Was? Tatsache, wie geil ist das denn? Spiegelfragment. Finde ich super. Ist das da ein Froscharsch? Das ist ein Froscharsch. Also Froschbein, aber sah aus, wie als ob der Arsch da genagelt worden ist. Was gerade ganz falsch an. Geil, also konnte man mit der Maus doch was Schlechtes mit anfangen. Ey, wir haben die Sense. Die Sichelklingel, geil. Einfach der Katze hingeben, damit sie hinterher rennt. Was ist das? Fledermausflügel. Oh, wir müssen hier bestimmt irgendwas. Ich brauche Mehl, 2 Froschbeine, Wolfsblut, 4 Tropfen Harz habe ich. 2 Fledermausflügel habe ich auch, Quecksilber und zermahlene Edelsteine. Das alles zusammen ergibt den Spiegel. Bis. Ah! Setze den magischen Spiegel zusammen, klicke auf die einzelnen. Das ist dann ein Witz. Ach cool, guck mal. Wie sich das Spiegelbild hier dann. Geil. Geil. Schön. Ging es einfach nie dahinter. Das finde ich cool. Schön. Das ist wahrscheinlich. Soll das. Nee. Soll das als Hilfe mitgedacht sein? Ah Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wo fange ich nur an? Hier unten in der Ecke? Alter. Wenigstens kann man die Dinger nie drehen. Das hilft schon mal ein wenig. Aber wo? Hä? Hier muss da noch irgendein sein, was da unten in die Ecke kommt. Ja, das ist es offensichtlich nicht. Das sind aber auch so abartige Teile. Das geht ja gar nicht. Allein das hier.
Nee. Hä? Nee. Nee, was passt denn da auch nur annähernd rein? Warte mal, das könnte hier oben hinpassen, oder? Ja. Sehr schön. Das passt nirgendwo hin. Nee. Irgendwas muss da dort unten in die Ecke auch mit reinpassen. Aber ich sehe gerade überhaupt nie, was da auch noch... Warte mal, das muss hier irgendwo rechts an die Seite. Okay, einfach so wild klicken funktioniert auch nicht. Ah, Alter. Nee. Was... Okay. Nee. Nee. Warte. Ah! Das passt da unten hin. Okay. Jetzt müssen wir nochmal... Alter... Alles klar? Okay. Sehr schön, sehr schön. Okay, jetzt geht's. Und schon... Na, geht's wieder nicht mehr. Warte mal. Könnte das... Stell dir mal vor, das wäre ja noch... Man könnte die Dinger hier noch dämlich drehen. Das... Ach so, warte mal. Wir bräuchten irgendwas, was... Was ist denn hier an der Seite so ein bisschen? Weil hier muss ja... Das hier. Alles klar, jetzt oben so ein bisschen... Ah! Aha! So. Ja. Jetzt habe ich es so... Oder? Warte mal. Ach, ja, klar. Da, jetzt sehe ich. Ja, klar, das hat die Aussprache von dem Ding da. Meine Güte. Das hätte natürlich auch. Ich fange mit dem Ding da unten an. Na gut. Okay. Das hier? Okay, ja, jetzt funktioniert es schon ein wenig besser. Moment. So. So. Da muss ich nochmal warten. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Da fehlt doch noch ein Stück. Ach so, das ist das. Alles klar. Sehr schön. Die Hexe erscheint im Spiegel, wenn ich dreimal Vladimire flüstere und dann ihre Haare ver... Was? Flüstere und dann ihre Haare verbrenne. Aber ich muss zuerst den Spiegel reparieren. Jo. Check. Wimmelbild. Ich denke mal, da wird jetzt gleich wieder irgendwas sein. Mit Dingens und das machen wir aber in der nächsten Folge. Es sind schon wieder über 20 Minuten. Ich verabschiede mich und wir sehen uns dann gleich wieder beim Wimmelbildern. Also morgen, wenn du denn mögen wollen würden, tun dürfen. Ne? Bis morgen. Ciao.